Hey Leute, willkommen zu einem neuen Yummy-Pilgrim-Video. Heute gibt es wieder ein kleines Rezept, wenn ihr Bock drauf habt. Und zwar mache ich eine Blooming Onion. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe das noch nie gemacht, das wird also heute das erste Mal sein. Und vor allem benutzen wir dafür kein Fett. Wir werden es nicht frittieren, weil normalerweise wird es frittiert, sondern wir benutzen die Heißluftfritteuse von Philips. Da steht sie, steht immer da, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Und zwar ist das die neueste Version der Heißluftfritteusen von Philips. Das ist nämlich Philips Airfryer Smart. Und ich liebe sie sehr. Ihr wisst, wir lieben den Airfryer, weil man einfach alles damit machen kann. Man kann super damit aufwärmen, man kann grillen, garen, backen, frittieren und das alles ohne Fett, ja, sondern einfach nur mit heißer Luft. Das heißt also alles viel gesünder. Man kann, das mache ich manchmal, ein bisschen Fett drauf sprühen, aber das ist ja viel weniger als, wenn ihr mal überlegt, wenn ihr das ins Fett gebt und frittiert. Deswegen schon mal ein Plus. Vor allem muss man auch nicht vorheizen, was gut ist, und man braucht kein Backpapier. Wenn ihr euch fragt, was dann der Version Smart bedeutet, für 5 Gerichte werden nämlich die Temperatur und die Zeit automatisch eingestellt während des Vorgangs. Ja, das heißt, ihr haut die Sachen rein. Ich mache zum Beispiel frische Pommes oder was. Ja, die haue ich dann da rein und dann drücke ich einfach auf den Button frische Pommes und dann kann er das automatisch, dann stellt er das automatisch ein, wie lange er braucht und auch die Temperatur. Das ist super praktisch. Ihr könnt nämlich in der Zeit was anderes machen. Ihr müsst euch nicht drum kümmern. Das ist dann erst ready. Vor allem, wenn es dann fertig ist, kommt er automatisch in die Wärmehaltefunktion. Eure Speisen werden einfach warm gehalten und ihr verpasst nichts, wenn ihr zum Beispiel noch nicht bereit seid oder sowas. Der Tisch ist noch nicht gedeckt. Die Speisen bleiben warm und sind erst ready, wenn ihr das dann rausholt. Genau, also perfekt. Das ist sehr praktisch. Man muss sich nicht mehr drum kümmern. Man kann eben zwischendrin was anderes machen. Das finde ich super. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Chicken-Voreinstellung funktioniert auch bei Veggie-Chicken. Also auch die Chicken-Nuggets sind perfekt, kommen perfekt raus, so wie ich es einstelle, wenn ich auf Chicken drücke. Das ist also die Besonderheit der Smart-Version. Und ja, wir lieben das Gerät sehr. Ihr habt das ja schon oft hier im Einsatz gesehen. Brauche ich euch nicht zu erzählen. Okay, wir fangen jetzt an mit der... Mit der Blooming Onion. Also das ist meine wunderschöne Onion. Also ihr braucht eine große einfach. Das ist das, was wir brauchen. Also eine Gemüsezwiebel, ne? Also ihr könnt auch solche nehmen. Also einfach so eine Gemüsezwiebel, ne? Hier unten ist der Strunken und hier oben das will ich abschneiden. Also ein bisschen mehr rein, so gerade runterschneiden. So. Und dann schäle ich. Und tschüss. Hier ist sie wieder. Weil, wenn das nicht intakt ist, dann zerfleddert alles und wir wollen ja, dass es noch zusammenhält. Dann stelle ich die so auf und dann schneide ich sie 4-mal ein. Also in so. Und jetzt dazwischen schneide ich nochmal so 2 bis 3-mal ein. Kommt darauf an, wie groß eure Zwiebel ist. Ihr könnt auch 4-mal, wenn sie riesig ist. Ne? Ich würde mal sagen, jetzt 2 Schnitte macht es das schon. So. Und wenn jetzt alles gut funktioniert hat, dann ist sie noch intakt und zerfleddert mir nicht ganz. Ja, 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 geht, geht, oder? Okay, sie ist da. Sie lebt noch. Jetzt kommt unser Teig. Also wir machen jetzt eine Panierstraße, die aber nur besteht aus einmal sowas Nassem und einmal das trockene Mehl. Genau. Und das Nasse, dazu brauche ich auch Mehl. Ich habe jetzt hier das Vollkornmehl. Ihr könnt, egal welches Mehl ihr habt oder verwenden möchtet, dafür verwenden. Und das vermische ich jetzt mit Pflanzendrink. Ihr könnt auch Wasser nehmen. Oder ihr könnt auch einen Eiersatz nehmen. Ich dachte, ich hätte das noch da. Das wollte ich zuerst nehmen, aber doch nicht. Deswegen, genau, einfach Pflanzendrink und so einfach glatt rühren, bis die Konsistenz ja immer noch fließend ist. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Es ist schwierig, jetzt auch in einem Maß zu geben, weil es kommt darauf an, was für ein Mehl ihr auch nehmt. Einfach, es soll fließen. Wisst ihr, so wie so ein Crepe-Teig ungefähr. In einer anderen Schüssel gebe ich jetzt auch mein Mehl. Und folgende Gewürze. Also da könnt ihr auch spielen, wie ihr wollt, was euch schmeckt, was ihr mögt. Ich mache jetzt hier Knoblauchpulver rein. Relativ viel, würde ich sagen, weil das dann einfach schmackhaft wird, ja. Knoblauchpulver, ich finde, das ist immer so eine tolle Kombination dann mit Paprikapulver und auch geräuchertes Paprikapulver nochmal. Für so ein rauchiges Aroma, ein bisschen so Barbecue-mäßig, da vielleicht ein bisschen mehr, warum nicht?
so. Und ihr könnt es auch scharf machen mit Cayenne oder sowas, aber ich mache jetzt, lass es jetzt. Ich mache es nicht scharf, ich mache einfach nur Pfeffer dran und Salz noch. Habe ich noch nicht, gell? Nee, Salz. Nicht zu wenig. Genau, das alles nochmal mixen. Okay, hier ist meine Zwiebel. Die gebe ich jetzt erstmal in das Mehl. Drehe die auch mal um, also dass die wirklich so überall. Vielleicht auch mal so das Mehl in die Hand nehmen und dazwischen in die Zwischenräume so rein. Die Zwiebel hat jetzt ganz viel von dem Mehl so kommen. Das klopfe ich so ein bisschen ab. Jetzt gebe ich das so in eine Schüssel, damit ich darüber dann hier meine Flüssigkeit drüber gießen kann. Bisschen so einmassieren. Und jetzt kommt das Ganze nochmal in das Mehl. So ein bisschen öffnen, weil dann geht es auch gleichmäßig gar. Hier ist meine Zwiebel. Ihr könntet übrigens auch den letzten Schritt, wo ihr das ins Mehl gegeben habt, ja, oder wo ich ins Mehl gegeben habe, könntet ihr auch mit Paniermehl machen. Dann wird es vielleicht ein bisschen anders von der Textur. Man muss es nicht machen, aber es wird ein bisschen besser. Es ist trotzdem tausendmal weniger Öl, also nicht tausendmal, aber es ist viel weniger Öl, als würde man es frittieren. Das dürft ihr trotzdem nicht vergessen. Deswegen dieses bisschen Öl, was ich jetzt drauf spritze, das macht jetzt nichts mehr aus. Also einfach so ein bisschen in die Lücken spritzen. Das wird dann einfach goldbraun und nochmal ein bisschen leckerer. So. Ist wirklich nicht viel, da kommt nicht so viel raus. Und das gebe ich jetzt in den Airfryer Smart. Und zwar bei 180 Grad. Circa 25 Minuten, wir werden sehen. Man kann ja zwischendrin immer mal rausziehen und lunsen, wie weit es denn ist. Und dann machen wir noch einen kleinen Dip. Ich mache jetzt den Dip und zwar mische ich einfach nur Soßen zusammen. Ich habe jetzt hier Ketchup. Davon sage ich mal die meiste Menge. Dann ein bisschen Barbecue-Soße. So. Und ein bisschen von dieser Sriracha Mayo. Die hat nämlich so einen Knobi-Geschmack, das ist geil. Ich mache jetzt auch nicht zu viel, weil die ist sehr, 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 sehr scharf. Und dann nochmal geräuchertes Paprikapulver. Das mische ich erstmal mal kosten. Also ich hab ein bisschen gekostet und es schmeckt sehr lecker. Also so lasse ich es. Genau so lasse ich es. Nur die drei Soßen, geräuchertes Paprikapulver, perfekt. 4, 3, 2, 1. Und, oh mein Gott. Sieht es geil aus. Tada. Tada, es hat funktioniert und es sieht super gut aus, finde ich. Super gut. Es ist knusprig, wie ihr hört. Hört ihr? Knusprig. Und innen schön weich. Ich spüre schon, es ist schön weich. Ich habe es noch nicht probiert. Okay, das ist es jetzt. Ich würde jetzt noch ganz bisschen Salz drüber geben. Ich meine, es fällt wahrscheinlich eh ein bisschen ab, aber so ein bisschen muss es schon immer noch mal, alles was so ein Teig ist. Und das ist ja meine Soße. Ich dachte eigentlich, ich hau die so in die Mitte rein, aber da ist jetzt gar kein Platz. Ich quetsche die jetzt einfach da rein. So. Ja, guck, guck. Sieht das nicht gut aus? Sieht gut aus, oder? Übrigens findet ihr noch ganz viele weitere Rezepte in der NutriU-App von Philips. Könnt ihr downloaden, ganz einfach. Geht für iOS, geht für Android, genau. Und da gibt es super viele Rezepte. Könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr mögt. Und ich probiere das jetzt mal. Ich will es unbedingt mal testen. Mal in den Dip rein. Ist noch schön saftig, die Zwiebel. Und außen schön knusprig von dem Teig. Also probiert es gerne mal aus. Rezept findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Vielen Dank an Philips für die Kooperation. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.